Hallo Fans, wir fahren heute Tiere abholen. Ich habe den Paul mit. Ja, wir werden jede Menge Spaß haben. Wir fahren jetzt zum Terra-Zoo. Wir holen jetzt Nashörner. Also nicht wirklich Nashörner, wir holen Nashorn-Leguane. Und zwar genau die Art Cyclora cornuta. Die kommen von Hispaniola und kleineren nebengelagerten Inseln in der Nähe der Dominikanischen Republik und Kuba. Diese Würfelschwanzleguane sind dort stark in ihrem Bestand gefährdet, weil die leider auch von den Einheimischen gerne mal gebacken und gegrillt werden, weil die schmecken wie Hühnchenfleisch. Es gibt halt eben noch einige Leute, die züchten, und wir holen jetzt im Terrazoo halt ein schönes Pärchen von diesen Nashorn-Leguanen für unser Schauterrarium. Komm, ja, der Andres ist aufgrund der Liebe nach Deutschland gekommen. Hat natürlich geschaut, wo kann er arbeiten, und dann ist er dann auch zu Zayak gekommen, was ein Glücksfall war, weil wir wirklich gegenseitig voneinander profitieren. Ich denke, dass wir da auch noch ganz viel in der Zukunft zusammen machen können, auch im Sinne des Artenschutzes und auch für das Verständnis der Bevölkerung und von Kindern und auch Erwachsenen für die Haltung und Pflege von Terrarientieren, dass es umso wichtiger ist, dass man Kinder da wirklich an ein Verständnis für Natur, biologische Zusammenhänge, Artenschutz, Naturschutz begeistern kann. Und das ist ein ganz toller Auftrag, den der Andres da auch im Sinne von Daniel Kahlen weiterführt, und wir wollen ihn da in jeder möglichen Weise auch unterstützen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall wiederbeleben, auch dass jetzt irgendwelche Grundschüler, Klassen, Biologie, Unterricht, Wahlfach, wie auch immer, mal Rundgänge machen oder irgendwelche so kleinen Projekte, wie man Terrarium einrichtet, Aquarium einrichtet, ne? Muss man ein paar Kindergärten vielleicht in der Gegend mal anschreiben oder Grundschulen. Hola Andres. Hi, hola. ¿Qué tal? Andres. Hola, Andres. Hallo, hey, Adam. Hi. Das ist Adam, unser neuer Betriebsleiter. Perfekt. Oh, er ist jetzt für alle Abteilungen zuständig, für die Tierpfleger, für die Haltung der Tiere. Und das ist unser Andres, der war früher mal Mitarbeiter bei Zayak, hat da die Vogelanlage gepflegt, hat das auch extrem gut gemacht. Dankeschön. Wir waren sehr, sehr traurig, als er damals uns verlassen hat, um hier im Terrazoo zu arbeiten. Aber das, wie man sieht, ist das eine ganz tolle Aufgabe, ja, für ihn. Und schön geworden. Andres ist jetzt hier der Direktor vom Zoo. Das Schöne ist, dass sich jetzt der Kreis schließt. Der Daniel Kahlen war ein alter Freund von mir, und der hat diesen Terrazoo hier 2001 gebaut. Ich habe damals für meine damalige Firma die ganzen Rückwände gestaltet. Ist natürlich jetzt toll, dass jetzt der Andres das übernommen hat, ne? Und als ehemaliger Zoo-Zayak-Arbeiter haben wir jetzt wirklich eine schöne Verbindung. Wenn wir irgendwie Tiere haben, weil die jetzt so groß geworden sind, können wir nicht mehr halten, dann übernimmt der Andres die. Andererseits kriegen wir dann auch ganz tolle Tiere hier für uns. Da haben sich ganz tolle Synergien jetzt ergeben. Also zum Beispiel die ganzen Futtertiere, die wir haben, die über sind jede Woche, die kriegt dann der Terrazoo jetzt gestiftet. Der Andres kauft bei uns auch seine Futterfische zum Beispiel. Und das ist eine schöne Sache, weil wir uns so toll ergänzen. Wir sind ja nicht weit auseinander, ne? Und das ist wirklich wunderbare Kooperation, und wir wollen nächstes Jahr auch ausbilden. Da ist es natürlich super, dann können wir nämlich unsere Auszubildenden austauschen. Das sind Synergien, die sich da ergeben, die sind einfach unbezahlbar. Ne? Ja. Und bei Andres wissen wir genau, welche Qualität dahinter steckt. Ne? Als examinierter Tierpfleger aus Mexiko, ne, mit unglaublicher Qualifikation und Erfahrung, sowohl aus Mexiko als auch hier jetzt in den letzten Jahren. Das ist unglaublich toll. Und das wird uns, unsere beiden Betriebe natürlich auf jeden Fall weiter nach vorne bringen, weil wir einfach möchten, dass den Menschen vermittelt werden kann, dass Tierhaltung zeitgemäß, artgerecht und wirklich auf ein ganz anderen Niveau erfolgen kann, als man das vielleicht vor 20, 30 Jahren noch gemacht hat. Ne? Also heutzutage ist man ja viel, viel weiter. Man weiß mehr über die Tiere, die Technik ist mittlerweile, auch was die Beleuchtung angeht, Brückenanlagen und so weiter, wirklich deutlich besser, und man kann heute viele Tiere halten, die vor 20, 30 Jahren gar nicht haltbar waren. Für mich ist der Tierschutzaspekt natürlich auch sehr wichtig, weil man erst durch das Kennenlernen der Tiere und die Herkunftsländer und die Problematik in den Herkunftsländern auch der Bevölkerung hier in Europa und vor allem den Kindern auch was beibringen kann. Ja, welche Problematiken da sind, Naturzerstörung, ne, die Artenvielfalt schwindet. Also das kann man gar nicht besser oder schöner einschätzen, als dass man da jetzt kooperiert, und da ergeben sich für beide Seiten viele Möglichkeiten. Mm-hmm. Terrazoo ist jetzt eine Auffangstation. So, wir nehmen Tier von der Stadt, wir machen Beschlagnahmung, ich helfe auch der Stadt mit dem, wir machen eine Kooperation mit der Stadt für Haltung, für Tierschutz. Wir arbeiten zusammen mit Artenschutz, auch mit Veterinariern in dem Moment. So, es ist ganz interessant, aber wir sind in Zug, wir haben Zugenehmigung.
und ein Zoo muss Education, Investigation und Conservation machen. Ne? So, das ist ganz wichtig. So genau was wir haben mit den Kindern. Die Kinder muss lernen, was genau ist es in der Nähe und was genau ist es auch in der Welt. Ne? Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass ich weiß, dass der Andres das genau in dem Sinne macht, wie der Daniel Kahlen, der diesen Terra Zoo ja hier gegründet hat, auch gemacht hat. Das Wichtige war einfach der Aspekt, Kinder mit dieser Thematik Terroristik, Reptilien und Amphibien zu verknüpfen, denen das näher zu bringen, weil heute sind wir in einer Zeit, wo die Kinder von der Natur immer mehr entfremdet werden. Ne? Also wir sind noch die Generation, sind früher raus in die Natur und haben dann selber Frösche, Molche gefangen, Fische gefangen. Ne? Das kennt man heute so gar nicht mehr. Und darum so wichtig ist, dass heute die Kinder damit in Kontakt gebracht werden, um überhaupt die Natur und die Tiere wertzuschätzen. Denn nur das, was man kennt, will man auch erhalten. Ne? Also auch der Artenschutzgedanke kann sich nur manifestieren in Menschen, in Kindern, die damit groß geworden sind. Was ist dein Eindruck heutzutage? Wie reagieren Kinder so auf Reptilien und Amphibien? Hat sich da was geändert? It's actually really interesting. 20 persons or more, they have told us that we are exactly like Daniel, because I'm the passion one with animals, and my wife is administrator. The interesting thing with the children is that they love it. When they see an animal, you can see the passion in the eyes. Most important is that sometimes they think that one animal is eklish, but at the end, they get in interaction and they start to love them. So much that even the people start to make pattern shots on them. But we have to be also really careful in this teaching, that the children learn to appreciate it, to take care of the nature and the art and shoots, but also not only to have animals crazily, and then the room full of animals, and then they don't know what to do. No? So we try to educate why these animals are here, how do they come, and why it's important to have them or not have them. No? That's really important for us. Yeah, das ist auch unsere Idee, dass die Kinder eben schnell lernen oder schon im frühen Alter lernen, eben mit der Natur umzugehen, mit den Ressourcen umzugehen. Und die Tiere wertzuschätzen auch, ne? dass die eine Passion dafür entwickeln, dass man ein Tier auch mal halten kann, entsprechend gut halten muss, ja, und nicht stapeln irgendwie oder sammeln oder zu viel davon züchten. Oder dass man auch Arten erhalten kann mittlerweile über Zuchtprojekte. Wir sind ja noch in den 80er Jahren ja tümpeln gegangen mit der Biologielehrerin, haben irgendwelche Pflanzen gesammelt, die bestimmt, ja, schon in den jungen Jahren, das bleibt einfach hängen. Also auch die, das darf man auch heute ja, nicht mehr, ne? Ne, die Begeisterung für die Natur bleibt ja irgendwo hängen. Das wollen wir wieder einführen und auch vermitteln dann. Ne? Was der Adam eben sagte, gerade der Artenschutzaspekt ist ja auch ganz wichtig, dass man auch irgendwo mal deutlich macht, dass bestimmte Arten von Reptilien allein in Gefangenschaft von Privatleuten nachgezüchtet werden, weil die Zoos das nicht leisten können. Ne? Es gibt so viele kleine Felsoma-Arten, zum Beispiel Felsoma klemmeri, der ist in der freien Wildbahn, lebte der auf Madagaskar in einem kleinen Bambuswald, der mittlerweile weg ist. Die Einheimischen haben den komplett weggerodet, das heißt, diese Art gibt es nur noch in Gefangenschaft und wird sehr erfolgreich in Privathand und nur durch Privatleute nachgezüchtet mit Tausenden von Nachzuchten jedes Jahr. Und diese Art wäre in der Natur ohne die menschliche Obhut komplett ausgestorben. Ne? Also die gäbe es einfach nicht mehr. Und das muss man einfach auch mal den sogenannten Tierrechtlern klar machen, dass Artenschutz und Zucht und Pflege in Hand gehen und dass man einfach nur durch einen privaten Artenschutz und private Nachzucht so eine Art Erhaltung machen kann. Ja, an der Stelle muss man aber auch leider so sagen, dass es Leute gibt, die sich oft überschätzen, ja, und auch mal Tiere falsch halten. Ja, und dann dafür ist es gut, dass es eben so eine Institution hier gibt, dass man solche unter Umständen aus Beschlagnahmung solche Tiere dann hier unterbringen kann. Ne? Ja, und das ist natürlich auch die Aufgabe von Verkäufern in Zoofachgeschäften oder auch auf Börsen. Ne? Ist ja auch ein großes Problem mit den Börsen. Ja, dass es wichtig ist, dass man auch den potenziellen Haltern die Verantwortung deutlich macht. Ne? Wie alt können die Tiere werden? Was brauchen die wirklich für eine artgerechte Haltung? Wie groß muss das Gehege sein? Welche Luftfeuchtigkeit, Beleuchtung? Ne? All diese Dinge sind sehr, sehr wichtig und müssen vermittelt werden. Und passiert leider viel zu oft noch, dass es nicht so ist. Und dann haben wir den Andres, der dann eben sich darum kümmert, dass die Tiere artgerecht untergebracht werden. Entweder als Zwischenlösung oder halt, der kann ja auch Tiere vermitteln an entsprechende erfahrene Halter. Und da schließt sich dann wieder der Kreis. Dann lass uns langsam losgehen. Wir sind ja nicht umsonst hierher gekommen. Wir wollen ja Tiere mitnehmen, die Nashörner. Und dann gucke ich mir auch alles an hier. Ich finde die Terrarien sehr schön. So, das ist der Papier. Das sind Tiere, das sind in der 1. Das ist Mycetes. Genau, so, das ist Mycetes. Da steht die Chipnummer. Das ist ganz wichtig, dass die haben Chipnummer. Die sind beide gechippt? Beide gechippt, genau. Ja.
Und vielleicht artenschützliche Frage nur vor der ersten Fotodokumentation, aber ja, das ist ganz normal. Ne? Ist es besser, wenn ich habe einen Chip, dann ist nur einmal Fotodokumentation und dann ja, ist vorbei. Und das dann, ist deine Herkunftsnachweis. Das ist der andere Herkunftsnachweis, genau. Genau. Transportpapiere, alles gut. Ja. Genau. Wunderbar. Prima. Okay, sehr schön. Dann vielen Dank, Andres. Ja. Und freue mich, dass ihr muchas gracias. And we see you again. Hasta luego. Hasta luego. Die Tiere sind hinten im Kofferraum warm eingepackt. Das Auto ist auch ordentlich warm, damit die Luft auch schön warm bleibt, auch im Kofferraum. Und wir werden sie dann gleich auspacken, damit sie ihr neues Gehege erkunden können. Also für mich war es ein sehr, sehr interessanter Ausflug. Das werde ich auf jeden Fall in Zukunft auch zu anderen Züchtern oder Kooperationspartnern in Zukunft auf jeden Fall unternehmen. Man kann ja nur dabei lernen. Paul, hast du das Krokodil hinten gesehen? In dem einen Paludarium da, mit, keine Ahnung, 60, 70 Quadratmeter? Riesending, 4 Meter bestimmt. Wahnsinn. Und das Gebiss auch. Das habe ich gesehen. Super spannend. Da habe ich extrem viel Respekt vor. Und ich finde, dass so Krokodilgeschichten überhaupt nicht in Privathand gehören. Hast du auch dieses große, ausgestopfte Krokodil gesehen? Ja, über dem Gehege. Ja, ja, genau. Wahnsinn. Ja. Das war ja locker. Ja, noch größer. 4, 5 Meter lang. Vielleicht übertreibe ich auch. Vielleicht waren es noch 3, 4 Meter. Aber es war auf jeden Fall sehr groß. Und so diese ausgestopften Krokodil gibt es eine ganz interessante Geschichte. Die hat der Daniel Kahn mir damals erzählt. Und zwar stammt dieses Krokodil aus einem Kriminalfall, aus einer Villa von sehr reichen Leuten, wo dann wohl irgendwas passiert ist, wo die Kinder den Eltern was angetan haben. Und dieses Krokodil ist dann beschlagnahmt worden, weil es eben gar keine Papiere hatte und ist dann dem Terrorzoo übergeben worden für Ausstellungszwecke. Und seitdem hängt das da und immer noch mit dieser gruseligen Geschichte dabei. Ja, sehr beeindruckend. War auf jeden Fall ein sehr informativer, schöner Tag. Mit vielen neuen Ideen, die man so vielleicht mal auch umsetzen kann. So, liebe Freunde, wir sind da. Hier sind unsere Leguane ja, drin. Mal packen schauen. Wir jetzt aus. Hoffentlich haben die Reise gut überstanden. Und jetzt können die gleich in ihr neues Zuhause ein. Ja, dann schnappen wir uns mal einen. Ja, guck mal, wie so ein altes Ehepaar liegen die da schon. Ja. Ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert uns, liked uns und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.